Wenn ich mir bedenke, da hast du dein ganzes Leben geschafft. Jetzt geht's halt so. Ute G. aus Würzburg lebt seit 9 Monaten von Hartz IV. Knapp 300.000 Erwachsene in Bayern teilen dieses Schicksal. Die gelernte Altenpflegerin verlor nach einem Unfall ihren Job. Es ist ein großer Druck, der da auf einem lastet. Mhm. Kann nicht einmal ins Schwimmbad, gar nichts, wenn es warm ist. Weil du dir die Eintrittspreise gar nicht leisten kannst. Und See kann man auch nicht hinfahren. Wie denn? Kein Fahrrad, wenn man nichts hat. So ist man halt gebunden, nur wirklich in seiner eigenen vier Wände zu sein. Was ist denn das Schlimmste so für Sie? Ist es so der Gedanke, da nicht mehr rauszukommen, oder? Ja, der Gedanke, gar nicht mehr rauszukommen, wie man rauskommt. Man unternimmt ja schon viel. Ich habe ja auch Bewerbungen laufen und ich hoffe halt jeden Tag, dass ich irgendwas tue, dass ich aus dem ganzen Milieu wieder rauskomme. Da bete ich jeden Tag dafür. Ich hoffe bald, weil lange halte ich das nicht mehr aus. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken hat. Nach Abzug von Miete, Strom und Gas bleiben ihr gerade mal 180 Euro im Monat zum Leben. Es fehlt hinten und vorn. Das ist mein professorisches Bett, was ich zurzeit habe. Die Matratze habe ich mir auch von einem Bekannten geliehen. Jetzt hoffe ich halt, dass ich so bald wie möglich irgendwo ein gebrauchtes Bett herkriege, damit ich endlich mal wieder richtig schlafen kann. Das alte ist nämlich kaputt gegangen. Vielleicht wird sie in den Kleinanzeigen fündig. An das Jobcenter hat sie sich vergeblich gewandt. Hartz-IV-Empfänger müssen von dem wenigen, das sie haben, auch noch sparen. Doch das gelingt Ute nicht. Momentan ist der Wurm drin, keiner hat was zu verschenken. Ute will selbst aktiv werden und morgen ein Inserat schalten. Wir werden sie in der nächsten Zeit begleiten. Der 29-jährige Benny W. lebt seit 3 Jahren von Hartz IV. Alkohol und Drogen führten bei ihm zum sozialen Absturz. Für mich wäre wahrscheinlich das Schlechteste, wenn die sagen würden, ja, musst dich halt bewerben und dann schauen, dass du wieder einen Job kriegst. Weil momentan fühle ich mich dazu noch nicht wirklich fit, das wieder alles so richtig anzugehen. Und dass es dann einfach wieder von vorne losgeht, sage ich mal. Dass ich dann wieder einfach in so einen Trott verfall und das will ich ja eigentlich nicht. Benny macht seit 24 Monaten einen sogenannten 1-Euro-Job. Doch der droht ihm jetzt wegzubrechen, denn die Dauer für ein solches Arbeitsverhältnis ist begrenzt. Die Gartenarbeit gibt Benny Halt. Den hat er schon oft verloren. Er war 14, als seine Eltern sich scheiden ließen. Und dann hat es einfach da schon angefangen, dass ich dann ja, mit Drogen zu tun hatte. Und dann bin ich da langsam einfach reingerutscht. Und mit Alkohol dann natürlich kommt man auch leicht dran. Und ich denke mal, da bin ich einfach auch ein Stück weit suchtgefährdet, dass ich da dann nicht wusste, wann Schluss ist mit Alkohol und ja, mich einfach mehr oder weniger bewusstlos gesoffen habe und irgendwann ging es halt nicht mehr. Die Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur schaffte er mit Ach und Krach. Doch in diesem Zustand wollte ihn keiner einstellen. Die Arbeitslosigkeit machte ihn depressiv. Er spielte mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Ich habe mich durchgehend unwohl gefühlt einfach und wollte eigentlich auch gar nicht mehr so das Leben überhaupt haben. Und ja, das ist einfach unerträglich geworden, ist so den Tag zu leben, weil ich mich auch immer schon dafür auch geschämt habe. Nun ist er froh um seinen 1-Euro-Job.
Ja, ich sehe auch nicht das Geld im Vordergrund, sondern eigentlich eher, was mir hier gegeben wird. Und das ist halt, das ist viel mehr wert, auf jeden Fall. Da spielt das Geld eigentlich, steht total im Hintergrund. Sauerstoff auf. Morgens aufstehen, durchhalten bis Feierabend. Ein strukturierter Tag, den hatte Benny lange nicht. Ich hab an Fußball gedacht. Nach seiner Drogenkarriere hat er mit den alten Freunden gebrochen. Hier fand er neue. Ach, das weißt du nicht. Phil mit Romy Schneider. Wer ist Romy Schneider? Wer ist Romy Schneider? Sisi. Wir sind hier, ne? Mit Pflanze. Sisi. Genau. In 3 Wochen läuft seine Arbeitsmaßnahme im Wöllrieder Hof, einer Sozialeinrichtung der Würzburger Diakonie, aus. Davor hat Benny richtig Angst. Also für mich würden schon Freundschaften so auch irgendwo dann fehlen, weil ich jetzt so zu Hause nicht so viel Freunde eigentlich mehr habe. Und ja, das würde natürlich schon fehlen, sozialer Kontakt hier, den ich hier so habe. Was ist denn daheim? Daheim ist rumsitzen, warten oder wie beschreibst du daheim ohne die Arbeit? Ja, ein Stück weit warten, da zu Hause meine ich viel, Computer zocken und ja. Warten auf den nächsten Tag, so ungefähr. Die Zeit rumkriegen. Mhm. Okay. Ja, öffentliches Verkehrsmittel, das dürfte wohl kein Problem sein, oder? Hinter Hartz IV verbergen sich viele Einzelschicksale. Besonders auffällig der hohe Anteil alleinerziehender Mütter. Ina K. ist eine von mehr als 51.000 in Bayern. Die Bürokauffrau verlor ihren Job nach der Geburt ihres Kindes. Traute sich aber nicht, gegen den Arbeitgeber zu klagen. Ich bin kein Einzelfall, was ich jetzt im Nachhinein schon erfahren habe. Es geht so vielen Frauen so, die dann einfach auf der Straße stehen, weil die Arbeitgeber der Meinung sind, sie müssen die Frauen nicht wieder nehmen. Aber raus. Ich raus. Der Alltag ist straff durchgeplant. Ina macht eine Umschulung zur Betreuungsfachkraft in der Altenpflege. Als Bürokauffrau hat sie keinen Job mehr bekommen. Jetzt geht sie seit einem halben Jahr in die Berufsschule. Von der Praxis hat sie noch keine Ahnung. Doch das soll sich heute ändern. So ein großer Tag heute. Aufgeregt? Großer Tag, aufgeregt. Mein erster Tag. Ja, Praktikum. Mein neuer Berufseinstieg als Betreuungsfachkraft. Schauen wir mal, was auf mich zukommt. Ich bin ganz gespannt. Hier im Seniorenheim in Gerolzhofen bei Schweinfurt wird sie 5 Tage arbeiten. Noch ahnt Ina nicht, dass ihre Pläne bald eine große Wendung nehmen werden. Heimleiterin Rosemarie Pfrang wird sie die nächsten Tage nicht aus den Augen lassen. Hat jeder einen Schlüssel, den bekommen sie auch, dass sie dann runtergehen und bevor sie ihre Arbeit beginnen, sich umziehen. Und wenn sie wieder mit Arbeitsende, dass sie sich wieder umziehen, dass sie bitte wieder mit den Straßenkleidern das Haus verlassen. Ein Praktikum hat Ina zuletzt vor 33 Jahren gemacht. Danach arbeitete sie durchgehend in einem fränkischen Unternehmen, bis vor 5 Jahren ihre Tochter Sophia auf die Welt kam. Nun soll sie mit 49 Jahren beruflich noch einmal ganz neu durchstarten. Hast du gedacht, dass du mal Praktikantin bist? Nein, in diesem Alter habe ich nicht mehr damit gerechnet. Aber kann mir ja vielleicht noch öfter mal passieren. Ich bin ja jetzt auf der Suche. Und ich muss ja heute erst herausfinden, ob das im Altenheim was für mich ist. Heimleiterin Rosemarie Pfrang hat einmal im Monat Praktikantinnen wie Ina. Das Interesse der Jobcenter, Altenpflegerinnen zu gewinnen, ist groß. Wie finden Sie sowas? Also ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut, weil die Pflege wird dadurch abgewertet. Was ist jetzt? Schon wieder mal langsam. So, setzen Sie sich erst mal. Aha. Gut, schieben wir den Rollstuhl weg. Jetzt gehen Sie mit mir an die untere. Ich zeige es Ihnen jetzt. Frau Wiedermann, ich nehme Ihnen mal Ihre Brille ab. Ja, das ist also passiert. Immer wichtig, dass wir da keine Verletzungen haben. Mhm. Und dann gehe ich an die Schulter und an die Beine. Mhm. Gehe so.
Gut, hab ich das gemacht. Die sind auch hochgekommen. Ja, und die Schuhe, ist was egal. Ausziehen. Frau Wiedermann, die Schuhe. Schauen Sie mal die Rose an. Können Sie sich erinnern, wo es die früher gab, diese Rosen? Die Regenrosen? Ina schlägt sich wacker. Die Ränder sind dann immer so ein bisschen. Ja. Wie klappt denn das so? Gut. Also dieses meine ich, dass man auf Situationen wie diese richtig eingehen kann. Das haben sie also jetzt instinktiv gemacht. Sie hat angefangen zu sprechen und sie sind auf diese Situation so eingegangen. Wie fühlt sich das an? Ja, ich fühle mich gut. Das war schön, das Lob. Natürlich, ein Lob ist immer schön. Ja, genau. Nein, das kann ich nicht. Ich habe zwar viel gemacht, aber das Anerkennung, Selbstbestätigung, für Benny lange Zeit Fremdwörter. Die Drogen setzten seiner Psyche derart zu, dass er antriebslos wurde und keine Freude mehr am Leben empfinden konnte. Jetzt kämpft er neu darum. Vermisst du das Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Denkst du, es kommt irgendwann zurück? Ich hoffe es, aber ich kann es mir manchmal eigentlich nicht vorstellen. Wer hier auf dem Wöllrieder Hof arbeitet, wurde vom Jobcenter geschickt. Alle Kollegen teilen ein ähnliches Schicksal. Was hier entsteht, gebaut und geerntet wird, dient allein der Selbstversorgung und dem Zweck, den Betroffenen eine sinnvolle Beschäftigung zu geben. Ist Arbeiten was Wichtiges? Ja, für mich schon, zumindest dass es auch Spaß macht, weil das ist ja mit der größte Teil des Lebens, so arbeiten. Also finde ich schon, dass es Spaß machen muss und dass man sich wohlfühlt auf seiner Arbeit. Wie hast du angefangen und wie steigert sich das so? Also ich habe angefangen mit 20 Stunden in der Woche. Und dann habe ich eben nach einer Zeit lang habe ich dann aufgestockt auf 27 Stunden. Da bin ich jetzt momentan noch und das ja, stockt sich dann eben hin bis zum vollen Tag, also volle Woche, wie jeder normale Mensch auch arbeiten darf. Heute wird sich entscheiden, ob das Jobcenter die Maßnahme für Benny noch einmal verlängert. Arbeitskollege Roland N. weiß genau, worum es geht. Was ist denn das für ein entscheidender Termin dann auch? Das ist ein ganz entscheidender Termin. Es hängt an der Zukunft dran. Weil man möchte dann schon wissen, wie geht es jetzt weiter. Und dann zwischenzeitlich, bis ich da wieder einen Termin kriege für die Therapie. Und kenne ich aus eigener Erfahrung. Das sind Sachen, die gehen einem dann ganz gewaltig in den Kopf rum. Und das Nichtstun, zu Hause rumhängen, ist, glaube ich, dann das Schlimmste für den Benny auch. Seit er im Wöllrieder Hof arbeitet, wohnt Benny wieder bei seiner Mutter. Sein Ziel, so lange in der Maßnahme bleiben zu dürfen, bis er einen Therapieplatz hat. Seine Zukunft hängt jetzt von der Einschätzung der Sachbearbeiter im Jobcenter ab. Für den Fall, dass er den Gutshof verlassen muss, befürchtet er wieder einen Absturz. Willst du jetzt nicht im normalen T-Shirt dahin gehen zum Jobcenter? Nee, ich finde, mit den Arbeitssachen muss ich nicht unbedingt dahin hingehen. Ja. Fühle ich mich schon wohler, wenn ich zumindest mich umgezogen habe. Unzählige Male war Benny schon im Jobcenter. Er ist durch mehrere Abteilungen gewandert. Das scheint sich jetzt zu ändern. Was ist das jetzt hier? Ja, also ich hatte eigentlich fast jedes Mal einen verschiedenen Berater und jetzt habe ich zweimal schon eben dieselbe Beraterin gehabt und das fand ich jetzt eigentlich auch ganz angenehm, dass es jetzt auch wieder die ist, weil die kennt mich zumindest schon so ein bisschen und davor war es eigentlich ziemlich durcheinander, weil ich jedem nochmal alles neu erzählen durfte und keiner hat eigentlich wirklich durchgeblickt, was überhaupt bei mir läuft und was ansteht und es war schon schwierig, da dann immer, dass die überhaupt alle klargekommen sind und wussten, was ich machen will und
halt immer jedes Mal noch mal alles erzählen. Und es war auch nervig einfach. Bayernweit gibt es 94 Jobcenter. Sie sind für die Praxis der Hartz-Gesetze zuständig. Wer hier einen Antrag stellt, muss einen Großteil seines Privatlebens, seine Wohnsituation und sein Vermögen offenlegen. Wie war das erste Mal, hier reinzugehen? Ja, schon komisch, weil man sich schon so ein bisschen fühlt wie so, ja, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, ja, irgendwie so der Arbeitslose und der faule Sack so ungefähr, also, ja. So bin ich mir schon ein bisschen vorgekommen. Weil es ja schon oft so dieses, ja, mehr oder weniger Klischee ist, dass die ganzen Arbeitslosen und so ja eigentlich gar keinen Bock haben, weil jeder findet ja echt einen Job. Und aber ich meine, die kennen ja die Hintergründe nicht, das ist ja klar. Aber man kommt sich schon ein bisschen vor, wie in so eine Schublade gesteckt. Ute G. hat noch immer kein Bett. Doch heute geht es erst einmal ums Sattwerden. 693, okay. Bei der Würzburger Tafel hoffen viele Hartz-IV-Empfänger auf Lebensmittel. Doch der Andrang ist groß. Je später man zum Zuge kommt, desto geringer ist die Auswahl. Nur wer 1,50 Euro Selbstbeteiligung bezahlt, darf sich hier wöchentlich eindecken. Ute musste sich den Betrag diesmal von einem Freund leihen. Erst in 4 Tagen kommt wieder Geld vom Jobcenter. Auch 1,50 Euro bringt man alles nicht auf. Es ist so. Es war traurig, aber es ist wahr. Ich meine, wenn man nichts hat, kann man nichts mehr ausgeben Ende des Monats. Seit der Hartz-Reform hat sich die Anzahl der Tafelbesucher in Deutschland verdreifacht. Besonders zugenommen hat die Zahl von Jugendlichen und Rentnern. Sie essen Käse, ne? Jo. Ein Honig. Habt ihr auch einen Wurst? Nein, haben wir heute überhaupt nichts bekommen. Ja. Ich nehme ein paar Brösli mit. Für wen ist der jetzt? Für meine Mutter auf dem Friedhof. Da gehe ich morgen raus, da gehe ich jeden Samstag raus. Wenn Sie Blumen haben, nehme ich welche mit. Vor einem Jahr noch hätte Ute nicht gedacht, dass sie einmal zu den Armen gehören würde. Jeder im Stadtviertel weiß, dass im Pfarrheim am Freitag Lebensmittel verteilt werden. Es ist manchmal auch unangenehm, wenn so Nachbarn und so sehen, wo man jetzt gerade war. Das stört mich überhaupt nicht. Ich soll denken, was sie wollen. Die sollen alle froh sein, dass sie nicht in so einer Situation sind. Ist mir egal, was sie denken. Gestern habe ich es auch zu meinen Kindern gesagt, ob die sich schämen für mich. Dann haben sie gesagt, um Gottes Willen. Nee, ich mache schon alles richtig, haben sie gesagt. Das ist schon mal gut, wenn man das von den eigenen Kindern hört. Und ich will ja raus aus dem Ganzen. Ich tue ja auch alles dafür. Die Lebensmittel sind Spenden aus Supermärkten. Abgelaufen. Im Prinzip ist mir das aber auch egal. Ich schaue innen rein, ob es noch okay ist. Ist da schon mal was passiert? Gegessen. Ja. Dass ich halt die ganze Nacht mich übergeben musste. Wenn ich irgendwas gegessen habe, was halt dann doch nicht mehr ganz so koscher war. Aber ist egal, Hauptsache der Magen hat immer was drinnen. Ja, was mir halt fehlt, ich habe totale Sehnsucht nach Fleisch. Fleisch und Wurst. Weil ich halt noch normal Geld verdient habe, da habe ich halt 2-, 3-, 4-mal die Woche Fleisch gegessen, Wurst jeden Tag. Das ist halt das, was mir überhaupt fehlt, immer so richtig gutes Steak oder am Braten. Und auf ein Bett wartet Ute immer noch. Jetzt wird es für Benny ernst. Stefanie Mattis vom Jobcenter Würzburg teilt ihm ihre Entscheidung mit. Wir sind ja heute zusammengekommen. Ihre Arbeitsgelegenheit läuft ja bald aus. Mhm. Ne? Und wir haben ja überlegt, ob wir sie noch mal verlängern. Ja. Ich habe von Brauchbar auch schon den Beurteilungsbogen bekommen. Den haben Sie ja auch unterschrieben, habe ich gesehen. Und es wurde ja durchaus begründet, weshalb eigentlich eine Fortführung befürwortet wird. Ne? Und ich muss sagen, ich bin eigentlich auch dafür, dass wir es machen. Ja, klar. Eine freudige Nachricht. Wie ist denn das jetzt, das zu hören?
Ja, für mich schon gut auf jeden Fall erstmal, dass ich mein gewohntes Leben erstmal so fortsetzen kann, mehr oder weniger bis zur Therapie und dass ich weiß, was ich machen kann. Alles klar. Alles okay. Alles so, dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wie ist das jetzt hier so, helfen zu können? Ja, ne, das ist natürlich toll, muss ich sagen, ne, weil wenn ich Herrn Wieskott sehe, dem hat es gut getan, das Jahr jetzt die Arbeitsgelegenheit zu machen. Und warum sollte man es jetzt abbrechen bis zur Therapie? Wir wollen es einfach weiterführen und ich denke, das ist vorteilhaft für ihn. Servus. Ja, hat geklappt. Gut. Gut. Ja, kann ich noch ein bisschen bleiben. Schön. Ehrlich gut. Hast dich ein bisschen in den Schatten verdrückt? Für Benny geht es wieder ein Stück weiter. Fünfter und letzter Praktikumstag für Ina im Altenheim. Heute wird Bilanz gezogen. 33 Jahre lang saß Ina in einem Büro am Schreibtisch. Nun hat sie sich intensiv um alte Menschen kümmern müssen. Das Praktikum war für sie nicht einfach. Zwischendurch wäre sie am liebsten davongelaufen. Doch ein Abbruch kann eine Kürzung der Bezüge nach sich ziehen. Das kann sich die alleinerziehende Mutter nicht leisten. Aber sie ist mit dieser Arbeit an ihre Grenzen gekommen. Manchmal umschauen, ist ja schön. Ja. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung. Wie ist denn jetzt auch der Umgang so mit Leben und Tod? Weil das kommt ja auch alles auf dich zu. Ja. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber da lasse ich mal die Situation auf mich zukommen. Und ich denke mal, ja, ich weiß noch nicht, wie ich mich da verhalten werde. Das kann ich noch nicht sagen. Einfach ist es bestimmt nicht, weil wenn man längere Zeit dann mit den Bewohnern zusammen ist, dann ist ja dann doch schon so eine gewisse Nähe da, denke ich. Seit einem halben Jahr macht Ina die Umschulung. In ihrem ursprünglichen Beruf hat sie auf dem Arbeitsmarkt kaum Chancen. Eine 49-jährige alleinerziehende Mutter will keine einstellen. Mehr als 50 Absagen hat sie schon kassiert. Jetzt liegt ihre ganze Hoffnung auf einem Job im Altenheim. Wie soll ich sagen? Es war schlimm, was ich gesehen habe. Weil mit so Altenheimen bin ich eigentlich nicht vertraut. Und diese vielen Menschen, die dort drin sind, die hilfebedürftig sind. Und ich musste das erst mal verarbeiten. Ich bin nach Hause. Ich musste mich erst mal eine Stunde hinsetzen und musste das verdauen. Ich habe erst mal frische Luft schnappen müssen. Ich konnte gar nichts tun. Es war sehr bewegend. Glückstag für Ute. Ihre Anzeige war erfolgreich. Ein Freund hat ihr das Auto geliehen. Wo geht's hin? Was ist passiert? Toll, ich habe gerade einen Anruf gekriegt, dass ich ein Bett habe. Das hole ich jetzt halt in Giebelstadt ab. Ich weiß nicht, wie es ausschaut, aber ich freue mich schon wahnsinnig. Und los geht's. Seit 3 Monaten schläft sie auf einer Matratze auf dem Boden. Heute soll sich das endlich ändern. Total gespannt. Lass mich überraschen. Vom Jobcenter bekam sie kein Geld für ein Bett. Und zu verschenken hatte auch keiner eines. Mein Name ist Gernot. Sind Sie die Frau Drössel? Ja. Hallo. Ich komme wegen Bett, gell? Ja, wir haben es schon rausgestellt. Ja, super. Da ist jetzt ein Bett, das ist gestellt. Das ist gestellt. Mhm. Lattenrost. Und da drin, der Lattenrost. Ah ja, alles klar. Wunderbar.
50 Euro haben wir gesagt, gell? So, bitte schön. Ich habe zu danken. Nichts zu danken. Was sagst du? Oh, freu mich schon. Erntezeit am Wöllrieder Hof. Seit Einführung der Harzgesetze gibt es knapp 1 Million weniger Erwerbslose. Ob das die Früchte der Reform sind, ist unter Experten umstritten. Sicher ist nur, der staatliche Druck auf Arbeitslose wie Benny hat sich erhöht. Also würdest du es als Kampf bezeichnen, gegen dieses ganze Hartz IV? Ja, es ist mit Sicherheit schon irgendwo ein Kampf. Dass man nicht zwischendrin wieder aufgibt und muss sich immer wieder raufen, aufraufen und ja, schauen, dass es weitergeht. Weil es ist alles nicht von heute auf morgen getan. Und ja, man muss auf jeden Fall immer auch vorausschauen können, so ein bisschen. Dass man halt irgendwie sieht, dass es doch vorangeht. Jeder Zweite bezieht Hartz IV länger als 4 Jahre. Benny braucht Geduld. Ina hat es nicht gepackt mit dem Altenheim. Nach dem Praktikum hat sie die Umschulung abgebrochen. Ihr war klar geworden, die Arbeit in der Pflege ist nichts für sie. Ihr Zukunftsplan hat sich geändert. Ina will zurück ins Büro. Und es ist ihr tatsächlich gelungen, das Jobcenter von diesem Ziel zu überzeugen. Jetzt versucht sie mit Business-Englisch, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Ein mutiger Schritt, denn Ina muss die Sprache ganz neu erlernen. Ach gut. Das habe ich schon immer bereut, dass ich das im Schulalter nicht gelernt habe. Und habe gemerkt, dass man es immer wieder braucht. Und greife das jetzt einfach an. Ich möchte das jetzt lernen. Und ein bisschen was wird schon. Also, ich denke mal schon, dass ich mich irgendwann mit jemandem verständigen kann. 7, 8, 9, 10. U. V. Ja, so. Ute wird heute nach 3 Monaten endlich wieder richtig schlafen. Der Freund mit dem Auto hilft beim Bettaufbau. Das ist das Nächste. Gell? Das ist auch ein Dach. Die Freude ist groß, obwohl sie jetzt auch noch Schulden gemacht hat. Die 50 Euro für das Bett musste sie sich borgen. Die 50 Euro fehlen mir, was ich zum Leben habe. Statt 180 hat sie dann nur noch 130 Euro für den täglichen Bedarf. Und dementsprechend ist halt der Monat wieder, wo man am Knappern ist. Aber jetzt ist erst mal das Bett. Und darauf freue ich mich am meisten. Ute will raus aus Hartz IV, so schnell wie möglich. Demnächst muss sie auch noch umziehen. Das Mietshaus wird abgerissen. Sie wird es schwer haben, eine neue Wohnung zu finden. Doch Ute kämpft weiter ums Überleben. Wut und Verzweiflung inbegriffen. Und manchmal ein kleines bisschen Glück. So. Sitzprobe. Sitzprobe. Liege. Oh, ist das schön weit. Schön. Oh, lustig. Da bin ich aber gespannt, wie er nachts schlafen.